Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des Assassin's Creed Brotherhoods. Wir zocken weiter und hängen hier gerade etwas lustig an einer Hauswand rum. Ja, ich habe gerade schon ein paar meiner Assassinen wieder neue Aufträge gegeben. Ich habe hier oben gerade einen Borgia-Turm ausgeräuchert, damit wir hier mal wieder etwas mehr Übersicht haben. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zur nächsten storymäßigen Erinnerung. Wir erinnern uns, das letzte Mal haben wir zwei Assassinen durch eine Quest rekrutiert und dann noch drei andere, so dass wir jetzt fünf Assassinen-Kollegen schon auf unserer Seite haben, die wir immer zu unserer Hilfe rufen können, sobald wir sie brauchen. Und da sehen wir auch schon, eine Mission war schon erfolgreich, eine laufende. Jetzt haben wir wieder links oben haben wir wieder einen dieser roten Pfeile, der bedeutet, jetzt haben wir einen Assassinen zur Verfügung. Damit wir ihn zu unserer Hilfe holen können. Ja, und jetzt schwimmen wir mal eben durch dieses sehr sauber aussehende Wasser. Und dann wollen wir noch mal schauen, was die nächste Erinnerung für uns zu bieten hat. Unser Scharfrichter wurde zuletzt durch die überstürzte Entbindung von seiner Pflicht zutiefst in seiner Berufsehre gekränkt. Ja, ich höre gerade hier dem Marktschreier zu, das ist ja schon sehr lustig. Passanten, also Menschen dürfen nicht mehr bei der Vierteilung von Verurteilten eingreifen. Als wenn ich das jemals gemacht hätte. Ha, gute Vorstellung. Naja. So, oh, und hier scheint mir der Erinnerungsanfang zu sein. Na, was haben wir denn da? Wer war das? Dieses Monster, Malfatto! Sagte ihn. Da lang! Malfatto ermordet junge Frauen im Tiberbezirk. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Das Ziel: mit den Assassinen-Rekruten töten, um die volle Synchronisation zu erhalten. Oh, Mina. Okay. Du solltest doch nicht mehr herkommen. Malfatto ist also ein Arzt, wie es aussieht. So, sie zeigt in die Richtung. Sie dorthin, okay. Ganz dezente Hinweise. Hierhin, okay. Da kann er ja nicht einfach durch die Straßen laufen und junge Prostituierte ermorden. Die gehören mir. Wenn die einer ermordet, bin ich das. Nicht, dass ich es vorhätte. So, wohin? Dankeschön. Geh mal aus dem Weg. Den werden wir uns mal vorknüpfen. Animale. Wo ist er? Da ist er, okay. Eliminieren wir ihn. Ah, kommst du her? So, jetzt aber. Und perfekt geklappt. Anvisiert und T gedrückt. Requiescat in pace. Okay. Der Kollege ist übrigens auch ein spielbarer Charakter im Multiplayer. Übrigens ganz nebenbei auch mein Lieblingscharakter. Weil er einfach am stilvollsten tötet mit seiner Spritze. Scheiße! Weg hier! Andere Richtung! Mist! Nein. Hat er gerade echt Scheiße gesagt? Assassino! Hilfe! Ja, das war eine schnelle Erinnerung. Muss meinen Bruder besuchen. Medizin voll, Gift voll, Rauchbomben voll. So. Eine Quest erledigt. Dann gucken wir doch jetzt direkt wieder an die... Ach, sollen wir gleich die nächste Story-Quest machen? Ja, komm. Die war jetzt ja nicht unbedingt lang. Dann machen wir uns direkt an die nächste. Und da sind wieder ein paar Missionen erfolgreich beendet worden, gerade eben. Ich habe übrigens nochmal nachgeschaut. 12 Assassinen können wir maximal an unserer Seite haben. Mehr geht also nicht. Wir haben jetzt 5. Und wenn wir an irgendwelchen vorbeilaufen, nehmen wir die natürlich direkt mit. Aber 5 reicht fürs erste Mal. Ich werde dann demnächst mal noch ein paar weitere rekrutieren. Dann natürlich mit euch. Ihr sollt ja sehen, wie das alles so vonstatten geht. Oh, hier heult doch wieder jemand rum. Ja, ist ja gut, ich bin ja unterwegs. Wo drückt der Schuh? Ich wusste gar nicht, dass die... Ach, ein Junge ist es, okay. Warum weinst du? Die wollen meine Mama auf ein Boot bringen. Sie sagen, ich komme aufs Nächste. Wer? Ein Mann kam mit Wachen aus der Burg und verhaftete uns. Oh, das hört sich aber nicht schön an. Das verstehe ich.
Schön euch aber zu du sehen. Ist schon eine Weile her, tapfer. Dass ich die. Bringt ihr meine Mama zurück? Okay, Silvestro Sabatini finden, eliminieren und seinen Sklaven befreien. Das Ziel mit den Assassinen-Rekruten töten, das hatten wir gerade eben Wohin schon. Wohin brachten sie deine Mutter? Die Straße runter. Gut. Gibt es einen Ort, wo du hin kannst? Mein Onkel. Geh zu ihm. Halte nicht an und rede mit keinem. Ja, das sollten wir doch eigentlich packen. Silvestro Sabatini. Was können wir denn über ihn in Erfahrung bringen? Genau, warte, ich scroll mal wieder runter, während ihr euch durchlesen könnt. Obwohl, das ist nicht so viel, dann lese ich es eben vor. Silvestro, Mitglied der Sabatini-Familie und Cousin von Raphaels Schüler Andrea Sabatini, arbeitete als Gegenleistung für die Anhebung seines Status für die Borgia. Nachdem er Cesare enttäuscht hatte, in den Aufzeichnungen steht nicht, wie genau er ihn enttäuscht hat, es heißt lediglich, dass Silvestro Mist gebaut hat, entfernte Micheletto seinen linken Unterarm. Ah, okay, wie wir sehen, hat er da einen Haken hängen. Auch er ist ein spielbarer Charakter im Multiplayer. Einen, den ich allerdings nicht sonderlich gut leiden kann, weil er einfach langweilig ist. So, gehen wir mal eine Runde schwimmen. Ja, wie gesagt, es gibt... Wie viel gibt es denn? Ich weiß es gar nicht genau. 12 Stück im Multiplayer? Ich kann es nicht mehr genau sagen. Muss ich mir dann selber nochmal anschauen. Ich habe im Multiplayer gehabt, das ist im Prinzip... Ja, man kann sich aufleveln und ab Stufe 50 ist man quasi, hat man es quasi geschafft. Dann hat man alle Boni bekommen und so weiter. Und das habe ich mittlerweile erreicht. Deswegen habe ich es schon seit langer Zeit nicht mehr gespielt. Muss ich mir erst nochmal anschauen, bevor ich es euch dann zeige. Damit ich mich nicht komplett blamiere. Aber das wird noch etwas auf sich warten lassen müssen. Denn erstmal müssen wir den Singleplayer hier durchnudeln. Und da sind wir noch nicht unbedingt weit fortgeschritten. So. Wo ist der gute Kollege? Da haben wir ihn. So, check mal. Sollen wir ihn jetzt töten oder verfolgen? Ne, wir sollen ihn verfolgen, oder? Ich glaube ja. Unbemerkt zu den gefangenen Sklaven folgen. Okay. Naja, da wir in keinem Sperrgebiet sind, ist es ja noch ganz gut machbar. Hallo. Oh, ist ja gut, ist ja gut. So, dreh dich wieder um. Meine Güte. Bin mal gespannt, wo er hinläuft. Ich hoffe mal, dass der Weg nicht allzu weit ist, da er sich immer mal wieder umdreht, der Penner. Na los, beweg dich weiter, du kannst mich doch nicht sehen. Und so auffällig sehe ich nun auch wieder nicht aus. Er hat ein Messer in der Hand, wie ich sehe. Ja, ich weiß schon. Wir sollen ihn nicht aus den Augen verlieren, aber wir wissen doch, wo er ist. Wow. Schnell setz dich hin. So. Insbesondere die enormen Gewinne aus den Darlehen an die Familien. Tja, du siehst mich nicht. Das haben wir gut gemacht, oder? Braucht ihr medizinische Hilfe? Danke, nein. Gerade nicht. Die Familie Colonna gibt Ey, was soll das denn werden? Diesen Samstag auf den Feldern hinter Hast du uns etwa bemerkt, oder was? Circo Massimo, alles klar. Du siehst mich nicht. Ich stehe direkt hier hinter der Mauer. Geh schön weiter. Ich glaube, die heilige Jung. So. Es scheint, als wenn er an seinem Platz wäre. Und jetzt müssen wir ihn eliminieren, alles klar. Weitergehen. Aber Kinder, Silvestro. Okay, wir müssen ihn... Um seine Macht zu wahren, wir müssen es schaffen, ihn anzuvisieren, nicht die Wache. Furcht hält sie ruhig. Dafür klettern wir mal... Bitte, Valencia. Bald haben hier wir irgendwo nach oben. Hinter uns. Zack. Fürchtet ihr ihn etwa? Wen? Ich fürchte niemanden. Nahm so, können wir... Die Hand? Ihn jetzt eigentlich anvisieren. Ich hätte gerne... Das war unangebracht. Bitte geht. Wie können wir denn das Ziel wechseln, sag mal? Können wir das eigentlich überhaupt? Ich weiß es nicht. So, von hier aus müssen wir ihn anvisieren. Oh, wir werden... Man sieht... Ach, verdammt nochmal.
Das war nicht so geplant. Das war nicht geplant. Gebt auf und ihr werdet leben. So, holen wir direkt zwei Assassinen. Wo ist denn unser Zielkollege? Ich töte sie selbst. Ach, hinter uns. Na gut, dann helfen wir unseren Assassinen damit. Die Assassinen den dicken Kollegen ausschalten, dann bekommen wir wenigstens noch die volle Synchronisation. Und wir haben es geschafft, sehr schön gelaufen. Na gut, er hätte besser laufen können, aber immerhin. Requiescat in pace. Ganz genau. Leg dich zur Ruhe. Aber er war ein feiner. Und wieder eine Mission so voll. Ach, wir müssen erst noch zum Taubenschlag, okay. Tja, das haben wir wohl zu aller Zufriedenheit erledigt. Alles klar. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sehen. Aufträge? Ja, schön. 100%ige Synchronisation. Wunderschön. Menschliche Fracht hieß es, okay. Gut, dann schauen wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Ich wollte euch eigentlich nicht bestehlen, aber was soll's, ne? So, wie viele Medikamente haben wir noch? Da ist noch alles voll soweit, okay. Gehen wir mal ein bisschen ich plündern. Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit der Araber. Wohlbefinden erwartet euch. So, eine Kugel bekommen. Steckbrief entfernen, damit wir da komplett ungesucht sind. Tal, wenn ihr nicht kommt und euch schauen wir mal. Sollen wir direkt mit der nächsten Story-Quest weiter? Obwohl, ha, ich weiß nicht. Ne, ich glaube, wir holen uns jetzt erstmal wieder ein Bild. So, und dann sehen wir uns gleich im nächsten Part bei der Anfang der wiederhergestellten Erinnerung. Wenn wir uns auf den Weg machen, Leonardos viertes Bild zu suchen, müsste es, glaube ich, schon sein, oder? Ja, sehen wir gleich. Also bis gleich, meine lieben Freunde. So, hier befinden wir uns direkt im nächsten Part von heute, wie auch immer, vor dem Start der Erinnerung des nächsten Bildes von Leonardo da Vinci. Wissen die Damen etwas über eine Kunstausstellung in der Stadt? Du bist wieder in Roma. Ach, guck an. Hallo, Schwesterchen. Gerade genug Zeit, dich zu besuchen. Ezio, lüg mich nicht an. Das würde ich nie. Ich muss in eine private Ausstellung von Da Vincis Gemälden. Es soll heute eine Ausstellung in der Engelsburg geben. Okay. Du brauchst eine Einladung. Zum Glück weiß ich, wo du eine herbekommst. Damit kommst du in die unteren Stockwerke. Nach oben dürfen nur die Kardinäle. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Sieh, sieh. Ein paar meiner Mädchen begleiten dich. Okay. Buona Fortuna, lass dich nicht erwischen. Ach, was? Ich doch nicht. Kennst mich doch. So, die Einladung zur Kunstausstellung im Innenhof der Villa des Adligen finden, ohne geschnappt zu werden. Und die volle Synchronisation erhalten wir, wenn keiner der Wachen eine Leiche findet innerhalb eines Sperrgebiets. Okay. Gut. Die Kurtisanen in der Nähe der Villa des Adligen treffen. Okay, wie ich gerade mitbekommen habe, müssen wir uns also zuerst eine Eintrittskarte sichern. Weil wir uns wohl nicht einfach so einschleichen können, wie wir das normalerweise tun. Ein Hinweis an alle spanischen Söldner und Abenteurer innerhalb der Stadtgrenzen Roms. Dann begeben wir uns nochmal auf die Suche, aber ich glaube, ich benutze mal wieder die Dächer. Weil das ist mir schon etwas zu doof, hier unten in den Straßen herumzugurken. So, hier haben wir wenigstens schon mal ein bisschen einen Ausblick, wo wir denn hin müssen. Ungefähr. So, das haben wir gerade noch so geschafft, den Sprung, aber wir sind ja gelenkig. Und hier können wir uns festklammern. Wenn wir während des Sprungs die Umschalttaste gedrückt halten, dann streckt er seine Arme aus, um sich an einem Vorsprung festzuhalten. So wie... das hatte ich mitnichten vor, aber gut. Dann klettern wir eben erneut hoch an dem Gebäude. Ich wollte eigentlich direkt an das Gebäude springen, aber gut. Ja, ich meine, er hält sich auch automatisch an den Kanten fest. Aber manchmal würde er das nicht tun, wenn wir zu weit weg wären oder ähnliches. Und dann können wir das durch Drücken der Umschalttaste beheben. So, einmal fallen lassen. Die Weinvorräte jedoch werden weiter konfisziert. Da haben wir unsere lieben Kurtisanen. Hallöchen. Hört her! Das Königreich Montenegro. Okay.
Wir sehen schon, das Gebiet scheint schwer bewacht zu sein. Dort, wir müssen wohl in diese Kiste oder an diese Kiste. Die in der Truhe versteckte Einladung beschaffen, ohne entdeckt zu werden. Alles klar. Sollte doch irgendwie machbar sein. So, in hier unten können wir den schon anvisieren von hier? Können wir. Ach so, genau, die dürfen keine Leichen finden. Naja, gut, wir erledigen den trotzdem mal. Ja, mein Gott, musstest du jetzt ausgerechnet ausweichen? Okay, wir erwischen ihn nicht von hier aus. Aber wir. Nee, die Assassinen rufen ist mir jetzt hier zu gefährlich, wenn ich ehrlich bin. Sind die Überbringer dieser Nachrichten allesamt geflohen, bevor der Ausgang der Zack. Ey, sag mal. Ezio, du schießt echt beschissen, ne? Das mal. Oh, wenn der jetzt runterfällt. König Ludwig von. Oh, ich glaube, da geht unsere volle Synchronisation dahin. Ja, mein Gott, egal. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Dann ist es halt nun mal so. Ihn erledigen jetzt mal wieder mit einem Wurfmesser. Dann ist es eben nun mal so. Das ist jetzt nicht so tragisch. Dann können wir jetzt auch so weitermachen. So. Wie, ich wurde entdeckt? Von wem wurde ich entdeckt? Es ist jetzt eine gute Frage. Wer hat mich da gesehen? Aber auf der anderen Seite ist es gar nicht mal so schlecht, weil jetzt können wir nochmal das mit der vollen Synchronisation probieren. Ich nehme an, wir fangen jetzt bei den Kurdistan wieder an. Genau. Gut, dann probieren wir das jetzt mal etwas besser. Dann hätte ich gerne die versteckte Klinge ausgerüstet. Dann fangen wir nämlich jetzt der Reihe nach an bei ihm hier oben. So, wo ist er? Er ist dort. Ihn erledigen wir mit der Armbrust, allerdings erst, wenn er sich auf das hintere Ende des Hauses zu bewegt, damit er nicht die Gefahr läuft, in das Sichtfeld einer anderen Wache zu fallen. So, in der Hoffnung, er darf uns natürlich auch nicht entdecken, wäre auch unschön. So, jetzt können wir, glaube ich, zuschlagen. Anvisiert und tschüss. Ja, okay. So, jetzt haben wir den nächsten, haben wir dort unten. Wird der... Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit er sich von der Kante des Hauses entfernt. Ob es sich überhaupt von der Kante des Hauses entfernt. Aha, oder ob wir ihn von oben mit einem Attentat ausschalten sollen. Ich weiß es noch nicht, aber er scheint zumindest... Also ich glaube, wenn wir ihn auf dem Weg erledigen, wenn er über das Dach läuft, dann könnte es funktionieren. Gut, machen wir das mal. Ein Versuch ist es wert. Ja, wie gesagt, ich gehe jetzt vorsichtig vor, weil ich möchte die volle Synchronisation eigentlich schon gerne haben. Wenn es sich irgendwie machen lässt. So, und wenn er sich jetzt zurückbewegt, dann werde ich auf ihn schießen, während er quer über das Dach läuft. Und zwar jetzt. In der Hoffnung, dass er nicht vom Dach fällt. Bleib bloß liegen. Ja, das schaut doch ganz gut aus. Okay. Und ich glaube, hier haben wir noch eine Wache auf den Dächern. Ihn hier. Bei dem machen wir es genauso. Wir warten, bis er wieder zurück auf uns zukommt, übers Dach läuft und dann erledigen wir ihn. Na los, dreh dich um. Wieso kann ich gerade... Ich kann gerade nicht schießen. Ich weiß auch nicht, wieso. Gut, gehen wir mal ein Stückchen zurück. Bei ihm können wir eigentlich auch mit dem Attentat erledigen, oder? Na, ich bleibe jetzt bei der Armbrust. Halt, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, nein, ich wollte nicht runterspringen, ganz im Gegenteil. Na du, hast du mich entdeckt? Schnell, schnell, schieß! Hallo, er schießt nicht. Wieso schießt der Kollege nicht? Was soll das? Aber jetzt kommt er hoch zu uns, oder? Dann warten wir, bis er bei uns, bis er hier oben ist und dann schalten wir ihn aus. Ich hoffe, dass es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. So, hallo du. Na, siehst du mich nicht mehr? Okay, das ging gerade nochmal gut. Aber warum konnte ich jetzt gerade meine Armbrust nicht benutzen? Das ist wirklich ärgerlich. Okay, wo ist er hin? Ach, er ist dort. Das ist ja lustig.
Okay, wisst ihr was? Dann hören, warten wir jetzt erstmal und machen hier unten weiter. So, hier unten steht einer und er ist auch hier. So, können wir ihn direkt so ausschalten mit einem Attentat eventuell? Ein Versuch ist's wert. Dann warte ich, bis er hier unter mich kommt. Wobei der andere da drüben macht mir auch schon Sorgen, ne? Wir probieren es einfach. Oh, jetzt wäre es eine gute Möglichkeit, ihn auszuschalten mit der Armbrust, oder? Ist gar nicht so einfach, hier jetzt sich den perfekten Zeitpunkt rauszusuchen. So, und jetzt ganz schnell den Kollegen packen und ins Wasser werfen. Gut, das wäre geschafft. Dann können wir jetzt dann einfach ausschalten, oder? So, jetzt schwimmen wir da ganz schnell hin und holen uns den. Um ihn ebenfalls ins Wasser zu werfen. Und schnell auf die andere Seite. Also bis jetzt, kann ich sagen, läuft's recht gut. Oh, das sind noch beide. Zwei, okay. Da oben läuft noch einer rum, der mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen macht hier. Er da nämlich. Wie können wir ihn erledigen? Ah, vielleicht von hier, oder? Oh, warum können wir ihn denn hier von hier oben nicht erledigen? Mann! Na gut, dann machen wir das natürlich so. Wisst ihr denn mit einer Frau etwas anzufangen? Wie, wieso schießen? Ich will ihn nicht erschießen. Ja, kein Wunder, dass wir ihn nicht... Okay. Es gab bereits mehrere... Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! So, jetzt heuern wir die hier an. Bevor sie wussten, was ihnen geschieht. Und dann können wir die beiden nämlich ablenken. Gebt euren Zauber. So, dann geht mal ablenken. Das machen wir jetzt hier ganz professionell. Ach, wisst ihr, was wir jetzt machen? Das war der Pfeilhagel der Assassinen. Wenn wir T gedrückt halten, dann seht ihr links oben, haben wir direkt alle drei Pfeile verbraucht. Das bedeutet, je nachdem, wie viele Assassinen wir zur Verfügung haben, desto mehrere Gegner können sie gleichzeitig mit Pfeilen ausschalten. Ist auch immer ganz praktisch. Und jetzt holen wir uns die Maske. So. Die Einladung ist nicht hier. Na super. Ich bringe sie dem Signore. Rammen, um ihm die Einladung abnehmen, bevor er das Castello erreicht. Gut. Oh, jetzt werden wir gesucht, das ist nicht so schön. Weicht mir aus, ich habe Wichtigeres zu tun. Ich glaube, wisst ihr was, wir nehmen eine Abkürzung. Ich hoffe zumindest mal, dass man es als Abkürzung betrachten kann. Weil ich nicht weiß... Oh, das wird nichts mehr. Ich glaube, das war keine so tolle Idee. Ich hatte eigentlich vor, ganz stilvoll ihn hier jetzt abzufangen, bevor er die Brücke erreicht, aber... Ah, ich glaube, das wird etwas knapp. Was treibt ein Mann dazu, sich so... Nein, du Penner! Oh, Alter, wie knapp war das denn? Wie knapp war das denn? Ich glaub's nicht, ne? Anonym werden, okay. Was ist das denn? Warum haben die denn Leichen gefunden? Boah, das ist ja scheiße, ne? Na gut. Im nächsten Part machen wir dann die Engelsburg. Bis gleich.